Und willkommen in Sektor Z, wo die Z-Men sich mit den X-Men um das Schachbrett prügeln. Du hast ein starkes Team, Fuchs. Dein nächstes Ziel ist der Planet Macbeth. Aber der kommt erst hier nach. Oh Gott. Jetzt werden die Level richtig... Oh, übel. Und, die Bosse Dito. Also... Als wenn die Bosse jetzt nicht schon übel gewesen wären, nur da wusste ich mich noch halbwegs zu wehren, aber das, was jetzt auf uns einschlägt, ist in Form von Level, in Form von Verfolgungswahn der meiner Freunde durch die Gegner richtig, richtig übel. So, oh, es wäre schön gewesen, hätte ich dieses Ding einsammeln können, aber nur gut. Es gibt besseres, ja, Wichtiges als Nova-Bomben. Uah! Das Schlimme ist, dass diese ganzen Blöcke, Tetris-Blöcke oder was auch immer das hier sein soll, uns den Weg versperren, ist auch noch durchsichtig sind. Das heißt, sie sind noch schwieriger, sich anzugucken und dran vorbei zu fliegen und Twin Blast. Verdammt, ich wollte ihn, ich habe ihn nicht gekriegt. Ah, das ist ärgerlich. Egal, wenn ich hier durch das Level durch bin, bin ich eh am Arsch und habe wahrscheinlich nur wieder meinen Stand. Boah, mein Standardschuss. Von daher ist es auch egal. So, wäre schön, wenn du mir nicht im Weg rumfliegst, damit ich auch die Gegner behalten kann. Hier von allen Seiten auf mich einschlagen. Da ist doch so ein Cave-Shooter überhaupt nicht. Oder wie ist das Ding nochmal? Scarlet Devil irgendwas, was mir ja Deathbond empfohlen hatte, aber ich nicht machen werde, weil Deathbond es jetzt selber macht. Und, ich da auch mal kommentieren durfte. Und ich habe diese komische Drecksding nicht gesehen, weil ich zu blöd bin und ich mich gerade zu sehr auf das Gesagte konzentriere. Und diese komischen Dinger hier noch versuche zu beseitigen. Ah, verdammt, jetzt... Mein Gott! Es tut mir leid, aber diese komischen Kreise und Dinger und Energie, die tritt oder taucht einfach viel zu spät auf. Wie soll ich dann noch reagieren und da reinfliegen? So, ganz wichtig. Ganz wichtig. Das Ding ist ganz, ganz wichtig. Energie... Oh. Und Bremse. Oh, sehr schön. Wenigstens das mitgekriegt. So, und jetzt kommt der Penisgang. Oh. Okay. Ja, das erinnert euch wahrscheinlich so ein bisschen an Sektor irgendwas aus der zweiten Route. Es ist einfach viel schlimmer. Ihr seht mir, Schild verloren. Und irgendwas habe ich doch gerade getroffen, aber nö, es macht Bing. Wo kommt das denn? Was? Bing? Ich sehe gerade gar nichts. Ich sehe überhaupt nichts. Energie? Mehr Energie? Durchfliegen. Genau deswegen sage ich, ich bin am Arsch, wenn ich hier durchkomme. Aber wenigstens. Es wäre so schön, wenn ich meinen super schönen Schuss behalten hätte. Aber ich muss hier noch irgendwie dran vorbei. Damit ich wenigstens hier reinkomme, bevor ich sterbe. Oh. Ich hoffe ja, hier ist ein Rücksetzpunkt. Normalerweise ist es in allen Basen, in denen. Oder wo man reinfliegt, ein Rücksetzpunkt. Oh, schön. Schön. Ich muss nur einmal irgendwo gegenfliegen, bin ich tot. Es sei denn, ich krieg noch ein bisschen Energie mit. Nein, verdammt, ich wollte nicht treffen. So, wäre schön, wenn nochmal so ein paar solcher Gegner kommen, damit ich nicht gleich sterbe. So, die Tore, öffnet das Tor, macht es weit, weit auf und gebt mir mehr Energie. So, hier ist einer der schlimmsten. Es kommen nur viele schlimme Bosse noch. Keine Panik. Es ist jetzt nicht so, wenn ich sage, hey, wenn ich das Level hier geschafft habe, ist der schlimmste Boss weg. Nein, aber es kommt hier ein wirklich beschissener Boss. Es ist wirklich kacke. Ihr erinnert euch an ihn. Hier explodieren die Seitendinger nicht. Leider. Man kann sie auch wieder anschießen. Und es ist mindestens genauso schwer zu treffen wie vorher. Nach einer bestimmten Zeit lang gehen sie so ohnehin wieder an. Was ist das? Warum treffe ich das Ding nicht? Warum treffe ich sie nicht? Das macht keinen Sinn. So, wenigstens den einen. Jetzt trefft das Ding mal, danke. Nein, nicht das! Oder ist es gerade automatisch wieder angegangen? Nein, ich habe es getroffen, oder? Also es kann hier ewig so weitergehen, weil jetzt sind wieder... Nein, es sind noch nicht alle drei an. Komm, triff es, danke. Nein, nicht schießen. So, sehr schön. Jetzt noch auf den unteren. Ja, sehr schön. Jetzt benutze ich sogar meine Nova-Bombe, einfach um meine Chancen zu hören, damit das Ding nicht zugeht. So, und... Boah. Boah. Ich scheiß auf Nova-Bomben. Genau dafür sind sie da. Boah, ich bin nicht gestorben. Ich fasse es nicht. Ich
Ich fasse es gerade tatsächlich nicht. So, dafür ist diese Riesenbasis jetzt hinüber. 3 Leben habe ich noch. Gott, 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 Gott. Okay, okay, okay. Alles okay, Jungs, ja. Nein, natürlich nicht. Wie könnte es okay sein? Ich muss jetzt noch nach Macbeth. Super. Auch ein schwieriges Level, aber dieses Level hier habe ich gerade überhaupt nicht gemocht. Einfach wegen dieser Passage, wo diese durchsichtigen Balken auf drehender Weise auf uns von allen Seiten eingeschossen kommen. Wo man, zumindest ich, überhaupt keinen Überblick habe, wie man da durchkommen soll. Und selbst das Schild nicht so viel bringt. Oder was heißt, das Schild bringt natürlich schon was, aber war ja so schnell weg bei mir. Sein oder nicht sein? Ja, das war aus Hamlet und nicht aus Macbeth. Ich bin übrigens kein Shakespeare-Leser. Das Innere des Planeten Macbeth eignet sich gut für den Bau einer Basis. Haltet Andros davon ab. Ja, natürlich. Ich knüppel alles nieder, was geht. So, das hier erinnert mich an den Planeten, was ist das? Titania? Nur in Rot statt in Blau. Und nicht ganz so neblig. So, eine Nova-Bombe, sehr schön. Und Läufer! Läufer schlägt Königin! Bauer schlägt Königin! Alles auf die Königin! Massenvergewaltigung! Okay, jetzt müssen wir hier an einem... Das erinnert mich an Dune, den Minenplanet. Nein, das ist der Wüstenplanet, aber es erinnert mich... Toll, hier kann ich nicht mal Energie einsammeln, ohne dass irgendwann einer meiner Kameraden in Bedrängnis gerät. Ich hasse meine Kameraden. Aber sie hält noch bisher ganz gut durch, weil ich ihnen so sehr unter die Arme greife. Was wäre die Welt ohne Fox McCloud? Von MacBumum, vom Clan der MacBumums. Ja, die Highlander-Serie habe ich früher als Kind gerne geguckt, aber ich weiß nicht, ob ich sie heute noch ertragen würde. Wobei ein Kumpel von mir hatte sich zumindest im Ansatz oder... Was war das? Auf DVD-Gurt. Habe ich den Kreis jetzt nicht erwischt? Den Energiekreis? Ich will den Energiekreis. Ich will ihn. Danke. Oh, noch einer. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Darauf kann man aufbauen. So, ich weiß, es gibt hier einen Twin Blaster-Upgrade in diesem Level. Und das möchte ich mir natürlich zu Gemüte führen. So, hier ist es. Haben wir. Wow, sehr schön. Oh Gott. Stimmt, diese Vulkane. Diese Vulkane. Ich mag die Vulkane nicht. Ich mag die Plasma-Ballschmeißer nicht. Wow. Diese Vulkane können. Oh nein. Oh nein. Aber ich will das Schild haben, okay? Hätte schlimmer kommen können. Wenn jetzt nochmal ein paar Gegner aufkreuzen, die mir ein bisschen Energie droppen oder hinterlassen. Droppen ist das gleiche. Droppen ist der Fachterminus. Oh, oder der Kreis. Der Kreis. Ja, Kreis. Boah. Tut mir leid, wenn ich gerade nicht viel produktiven Kommentar von aus meinem Mund raus quälen kann, aber ich weiß gerade nicht, was da auf mich einschlägt. Ich will es einfach nur töten. Sie verfolgen mich. Ja, besser als wenn sie mich verfolgen würden. Uah! Scheiße, mein Schild. So, ich möchte mich dann doch wieder weiter von weiter weg sehen, weil mein Hintern so schön ist. Und ich möchte meinen Hintern sehen. Au. Gut, dass ich den Schild eingesammelt habe. Ich erinnere mich auch noch, dass dieser Boss hier ziemlich übel ist. Aber immer noch nichts im Vergleich zu Bossen, die noch auf uns warten. Oh, ich will den Schild, solange es irgendwie geht, behalten. Okay, das hätte ich nicht sagen sollen. Obwohl, er hat uns gute Dienste geleistet. So, den noch hinüberbringen. Oh Gott, der Boss. Ja, Ausgangsposition ist ja an und für sich ganz gut, wenn es nicht so lenken würde. So, wir müssen seine komischen Flügelchen, wenn ich denn mal treffen würde, vernichten. Hier sehen wir uns ganz gut. Er tritt in mehrere Phasen ein. Die erste Phase, wenn zwei seiner Flügelchen, oder waren es drei... Treff doch mal, danke. Oh, na gut, was soll's. Jetzt schmeißt er nämlich, dreht er sich schneller und schmeißt Raketen. Deswegen wollte ich die Phase eigentlich so kurz halten wie möglich, aber das war mir gerade nicht möglich. So, jetzt will ich kurz bremsen. Jetzt müssen wir nämlich, ich glaube, seinen Kern umbringen oder auf seinen Kern schießen. Das Problem ist nur, dass seine Bälle uns daran hindern. Und da ich so viel, wie heißt es, meine Kräfte so weit möglich behalten will, habe ich eine Nova-Bombe auf ihn geschossen. Gott sei Dank, meine Flügel sind noch heil, oder? Meine Flügel sind noch heil, sehr gut. Nämlich, wenn ich einen meiner Flügel verliere, verliere ich auch gleich sämtliche Upgrades von meinem Blaster. Und wenn ich das nächste Upgrade einsammle für meinen Blaster, dann werden erstmal meine Flügel repariert, bevor ich meinen Blaster-Upgrade kriege. Kann sein, dass ich es schon mal gesagt habe, ist mir gerade egal. Boah, Macbeth geschafft.
aber mir gefällt überhaupt nicht, wenn ich daran denke, was mich im Folgenden erwartet. Denn jetzt heißt es, ich muss in den Orbit von Venom. Mal wieder. Und der Endboss dort ist totale Grütze, weil der Kampf unendlich lange dauert. Aber das erfahren wir vielleicht in der nächsten Folge von Let's Play Starwing. Bis dahin, ciao.